Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Mass Effect. Wir befinden uns immer noch im Inneren der Grissom Akademie, einer Schule für biotisch begabte Menschen, an der unter anderem auch unsere alte Bekannte Jack unterrichtet und wo wir in der letzten Folge David Archer wieder getroffen haben, den wir ja damals im Projekt Overlord aus den Klauen von Cerberus befreit haben. Wir sind auf dem Weg zum Cerberus Shuttle, um aus dieser Einrichtung endlich abzuzischen. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr allzu weit davon entfernt sind. Hi. Dieser arme Kampftechniker, der wird nicht wissen, was ihn trifft. Ich bin mir relativ sicher, ich habe schon eine gute Idee, worauf diese Quest hier als nächstes dann gleich hinauslaufen würde. Und irgendwie finde ich es einfach nur cool. Ja. So, erstmal zwei Medigels geklaut. Und ein Datenlog. Prioritätsziel. Studenten-ID 26-2B-Rodriguez. Status Priorität Alpha. Um jeden Preis lebend ergreifen. Sehr hohe Punktzahlen bei Eignungstests. Biotische Fähigkeit begrenzt, aber dennoch perfekte Kandidatin für Indoktrination und Verbesserung im Rahmen der Phantom-Initiative. Haben wir schon mit einem Cerberus-Phantom zu tun gehabt? Das kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor. Ich könnte jetzt da hochlaufen, aber warum laufen, wenn man auch einen MacWarrior benutzen kann? Das wird spaßig jetzt. Oh ja. Komm mit mir, wenn du leben willst. Was? Auf geht's. Moin, Leute! Wumms. Oh, die Studentenbarriere ist wieder eingeblendet. Das heißt, wir müssen ein bisschen darauf aufpassen, dass es unseren Studis auch gut geht. Du mich ärgern, Junge. Da ist das Shuttle. Rüber da, ins Feuer rein. Brainley, Rodriguez, dranbleiben. So, wir müssen wahrscheinlich jetzt noch verteidigen. Shepard, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Ja, ja. Alles gut, mein Arsch hat Raketen. Jetzt bin ich der Tod! Zerstörer von Welten! Bitch! Habt ihr gesehen, wie der sich gerade aufgelöst hat? Hat einmal Wutsch gemacht und weg war er! Kannst du mal stillhalten? Verliere ich überhaupt in irgendeiner Art und Weise Lebensenergie hier? Ich habe das Gefühl, die können gegen mich nicht das Geringste ausrichten. Hier, friss Rakete. Das ist, also das nenne ich mal überlegene Feuerkraft hier. Du kommst nicht vorbei. Oh, süß. Die wollen mit ihren Schutzschilden ärgern. Blöd nur, dass die in diesem Super-Mac hier einfach nichts ausrichten können. Und da sieht man mal, wie stark tatsächlich Shepard und seine Schutzschilde vor allem auch und seine Fähigkeiten alles tatsächlich sind. Weil ich schalte die Gegner hier jeweils mit einem einzigen Schuss aus. Und Shepard hält ja nun doch ein bisschen mehr aus, ne? Kannst du mal stillhalten? Hast du mir gerade eine Granate hier auf dem...
auf den Kopf geworfen. Ich gucke gerade, mein Arm ist gerade nass geworden. Ich habe gerade geguckt, ob eines der Tiere da irgendwas mit zu tun hat. Oder ob ich einfach nur, ob das einfach mein Sabber war, aufgrund der absoluten Ekstase, den Gegner hier so dermaßen auseinanderzunehmen. Hier, für euch. Oh, ich habe tatsächlich mal Schaden genommen. Guckt mal, meinen Linsen, die Balken da unten. Wie, von hinten schleichen sich auch Gegner an. Das geht aber nicht. Ich finde das... Irgendwie macht Spaß. Erinnert mich auch so ein bisschen an... war das 4? 4-3 eventuell? Wo man auch so in so einen Mech einsteigt. Und dann gegen den Gegner vorgeht. Oh, guck mal, der fliegt und brennt. Das arme Schwein, hat sich sogar aufgelöst. Ach, guck mal da. So. Battle Mac versus Battle Mac. Hey, ich hänge fest. Hey, ich will da hin. Was? Alles sicher? Okay, dann können wir ja jetzt aussteigen hier. Noch mal schnell gucken, ob es hier noch irgendwas zum Einsammeln gibt. Die Normandie hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Ja, ja, ich drehe nur noch eine ganz kurze Runde ums Schlachtfeld hier. Ich weiß ja, wo wir lang müssen. Ich will nicht, dass hier irgendwelcher Loot zurückbleibt, den wir uns eventuell noch zunutze machen könnten. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier was wäre. Okay, Leute. Abmarsch. Bewegt eure Ärsche. Kaylee, wie geht's voran? Shuttle ist entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Shit. Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht Sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey! Wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du Arsch! Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich. Ach ja.
Joker und Jack wieder vereint. Mit den beiden an Bord wird das definitiv nicht langweilig. Und falls ihr hier hört, dass hier im Hintergrund irgendwas donnert und pocht und poltert und dies und das, das sind nur die Katzen und der Hund, die gerade wieder die Bälle entdeckt haben und jetzt natürlich durch die Wohnung touren, wo ich hier aufnehme, nachdem sie vorher wieder stundenlang dagelegen haben und alles ruhig und alles gut und ganz lieb und jetzt, ich meine, war ja klar. Shepard, verdammt, wenn das keine Augenweide ist. Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir, Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja. Danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Das wäre jetzt für Shepard natürlich die Gelegenheit gewesen, mal nach der Situation auf der Erde und dem aktuellen Stand des Krieges gegen die Reaper zu fragen und einfach mal zu fragen, wie es Anderson eigentlich geht und dies und das, ein bisschen Frontklatsch austauschen. Aber nö, das geht ja nicht, weil man diese Nebenquest natürlich zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel machen kann. Und naja, gut, ich habe nichts weiter gesagt. Hackett können wir nicht kontaktieren. Und wir haben mit ziemlicher Sicherheit neue Kriegsaktivposten gekriegt. Da könnten wir eigentlich gleich mal gucken, ob der turianische Primarch was Neues dazu zu sagen hat. Ja, Commander? Nö. Das ist alles. Natürlich, Commander. Gucken wir einfach mal ins Kriegsterminal. Die Allianz hat neue Eintragungen. Wir haben jetzt eine effektive militärische Stärke von 425. Da fällt mir gerade was ein, was ich nachgucken wollte. Das mache ich jetzt mal ganz kurz nebenbei. Ich mache hier einfach mal irgendein Tab auf. Ich wollte mal auf dem Mass Effect Wiki tatsächlich sogar. Das ist gar nicht so schlecht. Da schlage ich häufiger mal Sachen nach, wenn ich mal was nicht weiß. Es nervt natürlich nur, dass diese Seite 3000 Mal neu geladen wird wegen irgendwelchen Ads und sonst was. So, Mass Effect 3, DLC. Wo ist es denn? Mass Effect 3 Extended Cut. Da ist es ja. Ich wollte nicht mal was nachgucken, weil ich weiß, dass mit diesem DLC die Voraussetzungen für das beste Ende ein bisschen geändert worden sind, weil vorher brauchte man eine effektive militärische Stärke von 5000, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, das beste Ende zu erreichen. Das war so, ohne sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Multiplayer-Modus zu beschäftigen, um die Bereitschaftswertung der Galaxis zu erhöhen, war es nicht möglich, eine effektive militärische Stärke von 5000 zu erreichen. Jetzt sind ja noch ein paar DLCs dazugekommen, das heißt insgesamt natürlich auch mehr Kriegsaktivposten, die man sammeln kann, dadurch natürlich eine höhere gesamte militärische Stärke, die man erreichen kann und damit natürlich auch eine höhere effektive militärische Stärke, die man erreichen kann, was bedeutet, dass es insgesamt mehr Punkte im Spiel gibt, die man kriegen kann, was es leichter macht, diese Voraussetzungen zu erfüllen, aber ich meine mit dem Extended Cut DLC, der hier natürlich auch installiert ist, denn ich habe jeden DLC installiert, den es für Mass Effect 3 gibt, ich meine mit dem Extended Cut sind tatsächlich die Voraussetzungen, also die Anzahl an Punkten, die benötigt werden, herabgesetzt worden. Genau, die effektive militärische Stärke, die wir jetzt benötigen, um Möglichkeit aufs beste Ende zu haben, ist tatsächlich, zumindest laut dem Mass Effect Wiki, 3100. Und ich denke, das ist ein Wert, der ist definitiv im Bereich des Machbaren. Ich meine, wenn wir mal gucken, ein knappes Sechstel, sagen wir irgendwo zwischen einem Sechstel und einem Siebtel von dem Wert, den wir tatsächlich brauchen, haben wir an dieser Stelle schon. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Und jetzt habe ich schon wieder minutenlang gequatscht. Ja, ich wollte noch mal... So. 103. Marine Division. Aktualisiert.
Biotische Studenten der Grissom Akademie haben sich der 103. Marine Division als Unterstützungseinheit angeschlossen. Sie konzentrieren ihre Biotik auf Barrieren, die die Marines beschützen und helfen dabei, die Kontrolle über das Schlachtfeld zu behalten. Dadurch hat die 103. Marine Division jetzt eine Kampfstärke von 170. Ich habe leider vergessen, was die Stärke vorher war. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wie viel die Studenten der Grissom Akademie tatsächlich jetzt dazu beigetragen haben. Und dann haben wir hier Kaylee Sanders. First Lieutenant Kaylee Sanders kam in den Vorstand der Grissom Akademie, nachdem sie ihre militärische Laufbahn beendet hatte. Als der Überfall von Cerberus auf die Akademie von Commander Shepard vereitelt wurde, schloss sich Sanders den Allianztechnikern an, die am Bau des auf dem Mars gefundenen Proteanergerätes arbeiteten. Ihre Vergangenheit als Systemtechnikerin mit Spezialgebiet Synthetische Intelligenz war bei der Entschlüsselung der komplexen Feedbacksysteme, die die Energieabgabe der Waffe kontrollieren, überaus hilfreich. Einige der technisch versierteren Studenten der Grissom Akademie wurden von Commander Shepard vor Cerberus gerettet. Sie haben sich mit Sanders getroffen und helfen ihr bei einigen der Probleme, die ihr zu schaffen machen. David Archer ist ein weiterer Flüchtling der Grissom Akademie, der an dem Gerät arbeitet. Trotz seiner Jugend haben Archers Theorien über interstellare Kreuzmodulation ihm sofort den Respekt der Wissenschaftler des Projektes eingebracht. 30 Punkte. Also 15 für unsere effektive militärische Stärke. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Das ist gar nicht so verkehrt hier. Und natürlich Jack. Früher bekannt als Subjekt Zero, ist vielleicht die begabteste Biotikerin ihrer Zeit. Nachdem sie Shepard bei der Vernichtung der Kollektoren geholfen hatte, wurde ihr von der Allianz eine Stellung als Ausbilderin an der Grissom Akademie angeboten. Sie nahm aus ganz persönlichen Gründen an und verbesserte bei der Arbeit mit den Studenten auch ihre eigenen Fähigkeiten. Grissom-Vorstandsmitglied Kaylee Sanders hat Jacks dynamische, wenn auch unorthodoxe Lehrmethoden immer unterstützt, weil sie von den Fortschritten beeindruckt war, die die Studenten unter der eigenwilligen Biotikerin machten. Ich bin übrigens auch am Überlegen, ob ich vielleicht nebenbei doch mal ein bisschen Multiplayer spiele, aber ich will erstmal gucken, wie weit wir mit einer Galaxis-Bereitschaftswertung von 50% kommen. Weil eigentlich... eigentlich habe ich nämlich gar keine Lust auf Multiplayer und wenn es nicht wirklich notwendig ist, ich meine, ich will natürlich versuchen, euch hier im Rahmen dieses Let's Plays das beste Ende zu zeigen, weil ich das immer mache, aber ich möchte Multiplayer vermeiden, wenn es irgendwie geht. Sie sollten vielleicht mal bei Shuttle-Pilot Cortez unten in der Waffenkammer vorbeischauen. Oh oh, was ist denn da los? Ich habe gerade erfahren, dass von der Grissom Akademie alle sicher eingetroffen sind. Ja, ja. Wir hätten nicht mal davon erfahren, wenn sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Arbeit. Danke, Commander. Trotzdem interessiert mich in diesem Augenblick jetzt gerade nicht die Grissom Akademie. Ich möchte wissen, was mit Cortez los ist. Commander? So, haben wir neue E-Mails? 2 Stück. Treffen auf der Citadel von Miranda Lawson. Ach, gucke an. Commander, ich habe von Ihrem Aufenthalt bei der Allianz gehört. Ich kann mir vorstellen, welchen Unsinn die sich ausgedacht haben, um Sie festzuhalten. Wir sollten reden. Persönlich ist sicherer. Sie finden mich auf der Citadel, Bucht D24, Miranda. Und von Stephen Hackett. Weitergeleitet von Stephen Hackett, eigentlich von Kaylee Sanders. Hallo Commander. Ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken und Admiral Hackett hat zugesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Teagle helfe, so gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben, und wenn ich ihnen beim Arbeiten zusehe. Das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt ganz allein Ihnen. Beste Wünsche, Kaylee Sanders. Okay. So, ein letzter Anflugpunkt, also ein letzter Punkt, wo ich noch schnell hin wollte, wo ich noch kurz hören wollte, was die Leute zu sagen haben, nämlich hier im Cockpit. Joker und Edie. Hey, ich habe Garrus zwar immer verarscht,
aber ich bin froh, dass er zurück ist. Da draußen gibt's jede Menge Dreck, der eine Kugel zwischen die Augen vertragen könnte. Außerdem müssen wir ja vielleicht was kalibrieren. Das ist wirklich ein Running Gag, der sich aus Mass Effect 2 jetzt hier rübergezogen hat, weil Garrus ja ständig gesagt hat, keine Zeit, Shepard, ich muss dies und jenes kalibrieren. Ja, da hat sich die Community sehr drüber lustig gemacht und ich find's geil, dass BioWare das aufgeschnappt und dann hier in Mass Effect 3 als so kleinen Seitenhieb auf sich selber eingebaut hat. Sehr geile Sache. Hallo, Edie. Ja, Shepard? Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Kaum. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zur Normandy. Oh. Ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandy betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt, ich will lernen. Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Sie haben also tatsächlich Vorlieben. Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, vermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas. Quasi als Kurzform. Lenkt sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Und Humor auch noch. Das war ein Witz. Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandy kommandierte, habe ich ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianzsoldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ich konnte die Andockhalterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu ihnen zu kommen und wollten sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Das ist, ausgesprochen entgegenkommend von euch. Weitermachen, Edie. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Die Entwicklung, die Edie hier im Lauf der Geschichte durchmacht, die ist schon sehr interessant. Die entwickelt sich nach und nach tatsächlich zu einer echten Lebensform. Ja, sie kann lügen, sie lernt, sie hat Vorlieben und was wir eben sonst noch alles in diesem Gespräch erfahren haben, das könnte tatsächlich noch ausgesprochen interessant werden. Was auch ausgesprochen interessant werden könnte, ist, was auch immer Cortez da unten in der Waffenkammer für Probleme hat. Aber das ist etwas... Darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge von Mass Effect. Bis dann. Cerberus, Techniker.
Cerberus-Kampftechniker sind spezielle Einheiten zur Unterstützung der Primärtruppen, die selbst nicht an Feuergefechten teilnehmen. Sie tragen leichtere Panzerung als die normalen Cerberus-Soldaten aus einem speziellen Gewebe, das eine größere Beweglichkeit ermöglicht. Techniker arbeiten im Verborgenen, sie warten Geschütze und reparieren mechanische Einheiten oder gepanzerte Verbündete. Werden sie gestellt, erwidern sie das Feuer nur so lange, bis sie eine neue Deckung gefunden haben und die Frontsoldaten sich um das Problem kümmern. Obwohl Techniker für sich betrachtet nicht sonderlich gefährlich sind, warnt die Allianz ganz explizit vor Geschützen, die einen ganzen Trupp auslöschen können, während der zugehörige Techniker das Weite sucht.